Molly, der kleine Wachhund. Hi Leute und willkommen zu diesem lang ersehnten Video. Ich glaube, jeder von euch hat darauf gewartet und heute ist endlich der Zeitpunkt gekommen. Manu steht hinter der Kamera und ich werde euch heute unsere neue tolle Wohnung zeigen. Ich muss wirklich sagen, also für Manu natürlich auch, es ist wirklich der pure Luxus. Wir haben vorher in so einer ganz, ganz alten Wohnung gewohnt, wo wirklich jede Treppe geknackst hat, wo echt fast alles kaputt war. Und deswegen ist es für uns wirklich hier purer Luxus, wo wir jetzt wohnen. Einige von euch sehen das vielleicht nicht so, aber wir schätzen uns wirklich glücklich, dass wir hier wohnen können und ja, dass wir endlich hier so eine richtig tolle Wohnung gefunden haben, die uns echt gefällt. Sogar mit Fußbodenheizung und keine Ahnung, das ist halt wirklich für uns großer Luxus und ja, ich kann gar nicht oft genug sagen, wie froh ich bin, dass wir diese Wohnung hier gefunden haben, weil wir vorher halt wirklich echt nicht so geil gewohnt haben. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Wie ihr seht, wir stehen gerade im Flur und ich fange einfach mal an mit dem Schrank hier. Ja, hier im Flur haben wir direkt, wenn man reinkommt, einen Schrank stehen, so einen antiken Schrank und ich muss euch den mal zeigen. Und wirklich super, super unordentlich leider, aber da kehrt, glaube ich, auch nie Ordnung ein, weil wir einfach keinen Platz haben. Deswegen müssen wir uns eventuell auch nach einem anderen Schrank umschauen. Aber der bleibt jetzt erstmal. Aber hier ist echt kein Platz. Ich habe so gedacht, der ist eigentlich richtig groß und passt perfekt in den Flur. Aber ja. Ja, das hier ist dann unsere Eingangstür und das hier, wie gesagt, der Schrank. Dann haben wir hier nochmal so ein Teil aufgehängt. Da machen wir immer unsere Schlüssel dran und zum Beispiel von Molly das Geschirr und die Leine, damit das immer griffbereit ist. Und dann haben wir hier noch so einen kleinen Türstopper, wenn wir mal die Tür komplett auflassen möchten, wenn wir zum Beispiel eine Lieferung erwarten oder so. So, hier stehen wir im Flur. Den Teil kennt ihr wahrscheinlich schon aus einem anderen Video, als ich die Bilder hier alle aufgehängt habe. Und die hängen hier halt noch. Ich habe nichts geändert. Ich finde es richtig, richtig schön. Die Bilder sind natürlich alle von Desenio, aber ich glaube, das wisst ihr auch schon, wenn ihr das andere Video geschaut habt, wo ich die Wohnung zusammen mit euch dekoriert habe. Und wie ihr seht, haben wir hier einmal eine Tür und hier einmal eine Tür. Ich würde sagen, wir gehen direkt erstmal hier rein. Und das hier ist unser Gästebad. Und das ist so das Bad, wenn meine Eltern kommen oder generell wir Besuch haben. Hier haben wir eine große Dusche, wenn ich mal so überlege. Das ist jetzt aktuell unser Gästebad und vorher war das, also so groß war eigentlich unser normales Bad, ne, wo wir früher gewohnt haben. Ja, ist echt so. Das war echt so. Das ist einfach so ein Gästebad und ich denke mir so, krass, das ist wirklich richtig, richtig cool, dass wir halt zwei Bäder haben. Wir haben eigentlich gar nicht gezielt in einer Wohnung mit zwei Bädern gesucht, aber es hat sich so ergeben und ich finde das richtig schön, wenn meine Eltern zu Besuch kommen, haben die ein eigenes Bad, können sich hier ausbreiten und das ist wirklich für uns super viel Platz. Man kann einmal die Dusche, wenn man hier ein bisschen mehr Platz haben möchte, einmal hier so reinklappen. So. Und dann hat man dann hier nochmal so ein bisschen mehr Platz. Ansonsten haben wir hier dann noch die Bürste von meiner Mutter. Haben wir hier noch so ein paar Handtücher, Seife und so weiter. Und hier haben wir dann unseren Wäschekorb. Den haben wir sogar mitgenommen aus der alten Wohnung, weil ich den so schön fand. Und hier haben wir dann noch so Zeug wie Feuchttücher und so stehen halt. Ja, nichts Besonderes. Und hier dann auch für die Gäste, wie gesagt, wenn irgendjemand duschen will, habe ich da auch ganz viel Duschzeug gekauft. Okay, Toilettenschüssel, kann ich auch mal zeigen. Finde ich eigentlich auch richtig schön. Man sieht mich die ganze Zeit im Spiegel. Ist doch egal. Du hast nicht abgespült. Was? Das war doch sauber. Ja, genau. Der hat da Papier reingeworfen, spült nicht ab. Naja, auf jeden Fall ist das so unsere Toilette. Ich finde die auch richtig schön irgendwie. Keine Ahnung. Ich finde hier alles in der Wohnung so schön, weil das halt für uns so richtig so neu ist. Keine Ahnung. Und genau, dann kann man hier überall eine Fußbodenheizung einstellen. Wir haben im Flur, im Bad und so weiter haben wir halt Fußbodenheizung. Kann es halt beliebig einstellen. So, und die andere Tür, ich glaube, die ist nicht so spannend für euch, aber ich zeige sie euch trotzdem mal. Da läuft auch gerade der Trockner. Ich hoffe, ihr hört mich. Also das ist halt wirklich so ein kleiner Abstellraum einfach und der ist auch wirklich nicht sonderlich ordentlich. Da oben habe ich so mein ganzes Waschzeug und hier haben wir dann halt meine Kamera, damit die halt nirgendwo stört. Wäscheleine, Staubsauger. Wir haben hier noch so einen älteren Staubsauger, weil ich finde, dass man damit besser saugen kann. Mit dem Staubsauger kann man irgendwie nur auf die Schnelle saugen. Trotzdem ist hier das Wichtigste noch drin. Was denn? Da. Ach so, die vergöttert Manu ja so sehr, weil wir hier echt brutale Internetleitung haben. Wirklich richtig, richtig krass, wie schnell ich hier ein Video hochladen kann. Innerhalb von Sekunden ist mein Video online. Ja, Bügelbrett habe ich hier noch stehen und so ein paar Putzsachen. Also hier ist halt wirklich ein bisschen unaufgeräumt. Aber ich habe mir gedacht, ich räume das jetzt nicht extra fürs Video auf, weil ich räume es halt sonst auch nie auf. Und wir wollen ja heute in dem Video real bleiben und ich hoffe, ihr hört mich. Und wie gesagt, Waschmaschine und Wäschetrockner sind halt hier. Und dann habe ich hier nochmal so eine Ablagefläche, wo ich dann die Sachen dann rausnehme. Das kann ich auch richtig cool. So. Wir machen mal das Licht hier wieder aus. Das ist nämlich der unspannendste Raum hier gewesen. Ja, hier geht es jetzt in mein geliebtes Schlafzimmer. Da haben wir auch ein neues Bett gekauft. Das wollte ich euch zuallererst zeigen.
weil das so mein liebstes Teil ist aus der Wohnung. Das habe ich nämlich auch ausgesucht und das haben wir erst vor kurzem bestellt und es ist ziemlich schnell angekommen. Und zwar ist das Bett hier von Welcon. Ich werde euch Welcon in die Infobox verlinken und die haben wirklich die allerbesten Betten. Ich habe noch nie in so einem geilen Bett geschlafen, Leute. Also falls ihr auf jeden Fall ein Bett sucht, da könnt ihr euch das auch zusammenstellen lassen. Wir haben das so gemacht, wir haben da eingetragen, wie wir was haben möchten. Da könntet ihr entscheiden, was für eine Kopflehne ihr haben möchtet, ob ihr dieses Chesterfield-Modell haben wollt oder diese Kästchen, wie wir das hier haben. Dann konntet ihr die Farbe entscheiden, das Material entscheiden. Wir haben uns jetzt für so einen glänzenden Stoff entschieden, wie so eine Art Samt. Und das fand ich halt sehr, sehr schön. Und das Ding ist halt auch, die haben sich was patentieren lassen. Und zwar haben die so eine extra Schaummatratze, also dieser Geltopper. Ja, so ein Geltopper, keine Ahnung, irgendwas Spezielles. Zeig den und mal. Da schläfst du, ja, wie soll ich den denn jetzt zeigen? Du kannst ihn einfach an der Seite aufmachen. So, Manu hat es jetzt extra mal für euch aufgemacht. Also wie ihr seht, man drückt so den Finger hier rein und dann kommt das so ganz langsam wieder hoch. Und das ist wirklich so geil. Ja, wir schlafen da wirklich wie Babys drin. Das ist wirklich das bequemste Bett, was ich jemals hatte, Leute. Oh mein Gott. Also falls ihr wirklich so ein Bett sucht, dann schaut euch gerne mal die Internetseite an. Wie gesagt, das Bett ist von Welcon und das kam innerhalb von 5 Wochen bei uns an. Also wirklich super, super schnelle Lieferung. Und wir haben das ja, müsst ihr bedenken, selber zusammengestellt. Also das Kopfteil selber gewählt, die Farbe selber gewählt. Dann könnt ihr zwischen den Füßen auch noch unten wählen. Die kann ich auch mal kurz zeigen. Da könnt ihr entweder solche Metall- bzw. Chromfüße sind das wählen oder ihr könnt so eine Schwebetechnik wählen, dass das Bett so aussieht, als würde das in der Luft schweben. Das fand ich zum Beispiel ganz cool, aber Manu wollte lieber die Füße haben. Dann habt ihr dann auch noch die Möglichkeit, das Bett elektronisch zu verstellen, aber das ist eher was für ältere Leute. Aber sowas bieten die halt auch an. Und dann konnte man sich noch entscheiden, ob man so einen Bettkasten haben will. Den haben wir weggelassen, weil wir dachten, ich werde da sowieso nur komische Sachen reinstellen. Deswegen haben wir das Bett ohne Bettkasten genommen. Aber ansonsten könnt ihr das Bett dann auch noch einmal hochziehen und einen Bettkasten mit beifügen. Und das Bett ist wirklich so schön. Ich bin so verliebt in die Farbe. Es passt auch wirklich super, super gut zu dem Bild hier. Und ja, ich liebe es einfach so sehr. Und wie gesagt, wenn ihr auch so ein zusammengestelltes Bett haben möchtet, schaut euch gerne mal die Internetseite an. Also ich liebe dieses Bett wirklich über alles. Es ist einfach mein Traumbett. Und ich bin so froh, dass ich das im Internet gefunden habe. Ich habe nämlich ein bisschen recherchiert im Internet und habe halt wirklich geschaut, soll ich einfach so ein Boxspringbett bei Amazon bestellen oder soll ich mir lieber wirklich ein Bett holen, was wirklich richtig gut für den Rücken auch ist, weil Bett ist halt schon wichtig. Da verbringt man ja sehr, sehr lange Zeit am Tag drin, also ich zumindest. Und man schläft da drin auch und deswegen, ja, habe ich gesagt, das muss was Gutes sein. Und wie gesagt, wenn ihr auch irgendwie auf der Suche seid nach einem richtig guten Bett, schaut unbedingt bei Welcon vorbei. Die haben so geile Betten, oh mein Gott. Also ich glaube, das ist wirklich eh für jeden was dabei, weil sich jeder individuell was selber zusammenstellen kann. Ja, das ist so mein Prachtstück von der ganzen Wohnung, weil ich das selber ausgesucht habe. Und ja, ich finde es halt mega geil, so ein Boxspringbett, ne? Dann haben wir hier noch so unseren Nachttisch und das hier ist mein Schminktischersatz sozusagen. Und zwar kann ich mich dann hier so schminken. Das ist so eine Malmkommode und genau, hier liegt wirklich alles kreuz und quer rum. Ist nicht so ordentlich, aber ich glaube, das muss es auch nicht. Jedes Mädchen weiß, dass ein Schminkplatz immer unordentlich ist. Und das ist halt so mein Schminkplätzchen. Und ansonsten haben wir dann hier von IKEA die Packschränke. Die Seite gehört mir und die Seite gehört Manu. Und weil wir auf jeden Fall noch einen Fernseher im Schlafzimmer haben wollten, haben wir dann hier noch so eine Kommode hingestellt. Und die Kommode, vielleicht kennt ihr ja immer dieses berühmte Yves Saint Laurent Kleid. Das ist wirklich so von Yves Saint Laurent so ein bisschen inspiriert gewesen. Ich fand die echt richtig schön. Hat auch perfekt hier reingepasst. Und da haben wir dann eben unseren Fernseher hier draufgestellt. Wir konnten unseren alten leider nicht aus der Wohnung mitnehmen, weil er zu groß war. Deswegen mussten wir einen etwas kleineren kaufen. Und genau, dank dem Kabel hier kann ich hier auch ganz normales Fernsehen gucken und nicht nur Netflix. In der alten Wohnung hatte ich nur Netflix auf dem Fernsehen. Und es ist voll der Luxus, jetzt im Bett zu liegen und normales Fernsehen auch mal zu gucken, wie Germany's Next Topmodel oder so. Ja, richtig schön einfach nur. Also ich bin voll verliebt in unser Schlafzimmer. Dann habe ich hier noch so einen Spiegel, der ist vom dänischen Bettenlager. Den habe ich jetzt einfach hier so aufgestellt, weil wir den nicht aufhängen wollten. Und das hier ist meiner Meinung nach wirklich der größte Luxus, den man haben kann. Und zwar ist das hier unser Badezimmer. Und das ist so das Badezimmer direkt neben dem Schlafzimmer. Finde ich total praktisch und das ist unser großes Bad, was Manu und ich immer benutzen. Und genau, so sieht das hier drin aus. Wir haben hier zwei riesengroße Spiegel, einmal hier und einmal hier. Und hier haben wir so ein bisschen Deko hingestellt, damit das schön gemütlich ist, wenn man mal ein Bad nehmen möchte. Genau, das ist unsere Badewanne hier. Und das hat mir Manu extra gemacht, damit ich mich hier auch schminken kann im Bad. Und zwar haben wir dann hier noch so ein Beauty Light oben. Das finde ich halt sehr, sehr praktisch, weil
ja, ich dann hier wirklich alles sehen kann, wenn ich mich schminke. Hier haben wir dann noch so eine Musikbox. Von was ist die denn? Die ist aus Amerika. Ja, irgendeine aus Amerika, keine Ahnung. Haben wir auch dahingestellt und dann nochmal dasselbe Bild. Das ist so, was ist das für ein Material? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir dasselbe Bild wie im Schlafzimmer auch nochmal hier hingehängt, damit das so ein Flair bekommt, wenn ihr wisst, was ich meine. Und hier ist dann nochmal unsere Dusche. Genau, hier ist alles vollgestellt schon mit meinen Sachen und ja, wir gehen halt lieber duschen als baden. Und da haben wir noch so einen Regenduschkopf und ja, genau, hier dann noch so eine Heizung, also ein ganz normales Bad halt. Aber für mich ist es wirklich der größte Luxus, neben dem Schlafzimmer ein Badezimmer zu haben, was so groß ist. Und das finde ich auch richtig toll, dass wir hier zwei ja, Wasserhähne haben, damit jeder seine Zähne auf seinen Platz putzen kann und es da kein Gedränge im Bad gibt, wenn man gleichzeitig drin ist. Und ja, hier haben wir dann noch so einen Wäschekorb, den benutzen wir allerdings hier nicht als Wäschekorb, sondern als Handtücherfach sozusagen. Und hier hinten steht noch so ein bisschen Krimskrams und das Blöde ist, ich habe hier leider keinen Badunterschrank. Und ja, deswegen muss ich hier so meine ganzen Produkte hier hin rein oder hier in diese Boxen rein tun. Das sieht nicht so ordentlich aus, aber gut, kann ich leider nichts dran ändern. Hinter der Tür ist unser Wohnzimmer und das ist der größte und auch mein liebster Raum. Da gehen wir jetzt mal rein. Molly sitzt schon ganz startklar auf ihrem Platz. Molly liebt nämlich unser neues Sofa. Das ist aber echt ein richtig cooles Sofa. Das ist so weich und ey Molly! Molly liebt nämlich total unser neues Sofa und wir lieben es auch total, weil das ist wirklich so weich. Keine Ahnung, ich habe noch nie ein besseres Sofa als dieses hier. Es ist einfach so bequem und da kann man auch richtig schön drauf schlafen. Und ja, das ist wirklich so richtig cool. Also wenn man sich hier so drauflegt, dann bleibt das auch so. Wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß ja nicht, ob da Federn oder so drin sind. Das Sofa ist auf jeden Fall von Vercelloni. Vielleicht sagt das einigen von euch was. Es ist wirklich ein richtig geiles Sofa. Und wir haben hier so ein bisschen alles abgedunkelt, weil wir wollen euch die Terrasse nicht zeigen. So, Sofa habe ich euch ja gerade gezeigt, das ist von Vercelloni, aber ich werde euch generell alle Möbel in der Infobox verlinken. Falls euch da was interessiert, könnt ihr gerne nachschauen. Ansonsten haben wir dann hier noch so ein richtig großes Bild hier hingehängt, weil ich finde, das verschönert so ein bisschen den Raum. Und Mollys Körbchen liegt auch da, das ist hier so Mollys Platz. Aber ja, die nutzt eigentlich sowieso nie das Körbchen, sondern legt sich hier immer aufs Sofa. Das ist so ihr Plätzchen. Dann haben wir hier noch so eine Retro-Lampe. Und den Teil kennt ihr ja wahrscheinlich auch schon. Das sind halt diese Bilder, die ich da letztens ja, hingemacht habe. Das hier ist das Einzige, was ich dann noch so ein bisschen verändert habe, weil mir das dann doch so ein bisschen zu überfüllt aussah. Da habe ich einfach so mein YouTube, wie nennt sich das denn? Award. Ja, Award, genau. Und genau, so ein Kerzenständer und noch so Blümchen, die habe ich geschenkt bekommen. Und genau, die Ecke kennt ihr ja bereits auch schon aus dem anderen Video. Ja, dann haben wir hier noch unseren riesigen Fernseher. Den haben wir als einziges sozusagen mitgenommen aus der alten Wohnung, weil wir den echt schön fanden und nicht weggeben wollten. Und dann haben wir hier noch so ein paar Boxen von Onigo oder wie heißen die? Keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht aus. Auf jeden Fall sind das irgendwelche Boxen. Die hat der Manu da organisiert. Und genau, da kannst du richtig fett Musik hören mit so richtig fett Bass. Ansonsten haben wir dann hier noch so einen riesengroßen Glastisch mit Äpfeln. Die Äpfel habe ich euch ja letztens in dem Vlog gezeigt von meinem Geburtstag auf Desideria Vlogs. Mein Vater hat sich gedacht, er muss mir 20.000 Äpfel kaufen. Wer die jetzt so essen soll, keine Ahnung. Aber er hat mir gesagt, ich soll jeden Morgen und jeden Abend einen Apfel essen. So, das hier ist dann unsere Küche, die ist zusammen mit dem Wohnzimmer. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Und da haben wir hier so einen richtig fetten Esstisch. Mir war das so wichtig, dass wir mal einen normalen Esstisch haben. In der alten Wohnung hatten wir keinen Esstisch. Beziehungsweise wir haben die ganze Zeit umgestellt, weil irgendwie nichts gepasst hat. Und diesmal brauchte ich wirklich einen Esstisch, damit man weiß, wo man sitzt, wenn man isst. Und nicht irgendwie auf dem Sofa oder sonst wo. Und den Tisch kann man auch ausziehen. Und der ist halt so richtig stabil. Das ist, keine Ahnung, was für ein Holzart. Das ist irgendwie Holz. Und unten hat er dann noch so einen Sockel, so einen Metallsockel, damit das alles schön stabil ist. Und die Stühle, die wir hier haben, die sind von Amazon. Die kannst du auch so drehen. Auch richtig cool. Und den Tisch kann ich euch auch nochmal in der Infobox verlinken, falls es jemand interessiert, woher der ist. Ja, hier kommen wir zu unserem absoluten Prachtstück. Und zwar zu unserer Küche. Das ist wirklich so eine Traumküche für uns gewesen. Das ist ja die Kaffeemaschine, die meine Eltern mir geschenkt haben. Und jetzt wisst ihr vielleicht auch, warum ich gesagt habe, die muss unbedingt weiß sein, weil wirklich alles hier weiß ist und so eine schwarze Kaffeemaschine ja gar nicht so wirklich hier reingepasst hätte, weil halt wirklich alles weiß ist. Ja, wenn sich einige fragen, wo ist denn eure Spülmaschine? Eine Spülmaschine haben wir auch. Also das ist diese hier und die ist halt so mit eingebaut in der Küche.
Und genau, da sieht man halt unten, wenn man die anmacht, so eine, ja, wie nennt man das denn? Achso, sieht man das gar nicht? Nee, sieht man jetzt nicht, weil die nicht an ist. Also so ein Teil und dann sieht man halt auf dem Boden, wie lange die noch läuft. Das ist auch richtig geil. Dann haben wir hier halt noch so einen Mülleimer. Ich glaube, das ist auch ein bisschen unwichtig, sowas zu zeigen. Ja, dann kommen wir mal zu unserer tollen Herdplatte, beziehungsweise das ist ein Induktionsherd. Ja, für mich war sowas total neu. Ich wusste nicht mal, was das ist. Geile Herdplatte auf jeden Fall und ich habe mich direkt am ersten Tag, als ich gekocht habe, schön verbrannt, weil ich die Induktionsplatte auf 9 gestellt habe, Öl 5 Minuten lang wie zu Hause damals im Dorf erhitzt habe und natürlich das Hackfleisch so reingeknallt habe, dass das ganze Fett auf mich gespritzt ist und dann nochmal wenden wollte in so einer Schrottpfanne, die wir ebenfalls mitgebracht haben, die wahrscheinlich auch gar nicht für den Induktionsherd geeignet war und das ganze Fett nochmal rübergeschwappt ist und ich dann eine ordentliche Verbrennung hatte. Also ja, da sollte man sich vorher informieren, was man zu Hause hat. Da sollte man nicht so doof sein wie ich. Auf jeden Fall ist das eine Induktionsplatte von Bora. Da ist dann hier noch so eine Abzugshaube mit drin. Hallo? Warum geht die jetzt nicht an? Warte, musst du mehrmals drücken. So, also. So. Ah, okay. Vielleicht hört ihr es jetzt auch schon, also wir haben jetzt keine Abzugshaube, sondern die Abzugshaube ist im Herd mit drinne. Und das ist richtig, richtig cool. Und ja, ist richtig Hightech. Habe ich bisher auch noch nie gesehen, sowas. Deswegen sage ich ja, purer Luxus hier für uns. Und damit musste ich mich auch erstmal ein bisschen anfreunden, weil ich halt nur diese ganz normalen, also wir hatten nicht mehr so einen flachen Herd, sondern wir hatten diesen Herd zu Hause, wo diese Platten noch so groß waren. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Dieser ganz normale alte Steinzeitherd. Elektroherd, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall so ein ganz alter Herd, deswegen war das halt richtig Luxus für mich. Ja, wie ihr seht, haben wir dann hier hinten noch ganz viele Fächer. Hier ist zum Beispiel so alles mit Hundefutter voll. Genau, das ist so Monnys Ecke. Ja, das hier ist eigentlich so für Töpfe und das haben wir dann ganz praktisch gelöst, weil wir keinen Platz für den Drucker hatten. Kannst du dann einfach den Drucker rausfahren und dann hier direkt anschließen. Hier haben wir Steckdosen und dann kann ich da drucken. Das haben wir echt toll gelöst, also Drucker in der Küche. Ja, ansonsten sind hier dann noch ganz viele Fächer. Wie man sieht, geht das alles so auf mit so einem Magnetteil. Okay, das muss man, glaube ich, auch nicht zeigen. Ist ein bisschen unordentlich da drinne. Genau, da haben wir auch echt richtig, richtig viel Platz. Und dann kommen wir auch schon zu unserem Gefrierschrank. Den haben wir hier. Hier haben wir dann noch so Gläser und so drinne. Da oben komme ich gar nicht dran, weil das alles so bis nach oben hin geht. Und hier haben wir unseren Kühlschrank. Können wir auch einen kleinen Blick reinwerfen. Ja, der ist ganz schön voll. Wir waren nämlich gestern einkaufen. Ja, und hier haben wir dann eben unseren Herd. Der ist auch so richtig Hightech. Und zwar kann man hier so anmachen. Dann kann man hier so alles per Touch bedienen oder halt eben drehen. Dann kannst du hier zum Beispiel Heißluft nehmen, das hier ganz hochstellen und dann die Dauer einstellen. Dann verbrennt auch nichts. Das ist richtig, richtig cool. Und ja, dann kann man den hier wieder ausmachen. Von innen sieht er so aus. Genau. Und der Herd ist von Bosch, falls das irgendjemand interessieren sollte. Ja, ich würde sagen, wir müssen das lieber zeigen. Ja, das zeige ich. Man kennt sich da besser aus. Ja, komm rein. So, da haben wir hier erstmal eine ganz normale Couch. Was heißt eine ganz normale? Kann man halt mal ausziehen, wenn deine Eltern zu Besuch kommen oder so. Ja. Molly, was machst du da? Ja. Zieh die mal aus, weil da ist so eine richtige Matratze auch noch mit drin. Ja, das ist halt extra so eine Couch, wo man drauf schlafen kann. Das ist super leicht ausziehen auch. Ja, es war mir halt wichtig, dass das so ein richtiges Bett ist. Also das ist wirklich so ein richtiges Bett. Was ist das denn hier? Das, keine Ahnung. Von Zoe wahrscheinlich. Ja. Mit ihren Dreckpfoten. Und ja, und kann man auch richtig schnell wieder einklappen. Und die ist auch richtig groß, die Couch. Die ist 1,40 Meter. Und du musst es mal so runterdrücken. Ja. Ja, genau. Die ist 1,40 Meter und da passen halt richtig viele Leute hin, wenn die sich halt einfach hinsetzen wollen oder ja generell halt. Zwei Leute können da immer safe drin schlafen. Das ist halt meistens immer für meine Eltern. Und genau, da haben wir hier noch so eine richtig schöne Samtgardine. Die finde ich richtig toll. Ich liebe Samt. Ja. Auch in so einem hellen Grau. Und dann hat Manu sich da sein Lieblings-Prada-Bild hingehängt. Das liebt er ja total. Ja. Und hier habe ich dann noch meinen Hocker. Warte, den zeige ich nochmal. Den habe ich in Manus Zimmer platziert. Das ist mein YouTube-Hocker, an dem ich immer Videos drehe. Schlicht gehalten alles. Ja. Du hast halt noch meine Gaming-Ecke hier. Ja. Genau, alles richtig Hightech. Erklär mal ein bisschen. Was soll ich da groß erklären? Ja, auf jeden Fall. Guck mal, wie fancy das aussieht, was er sich da zusammengebaut hat. Ja. Der Stuhl, der kommt auf jeden Fall noch weg. Das ist nur ein Übergangsstuhl. Ja, mein Stuhl ist kaputt gegangen beim Umzug. Ja, und deswegen warten wir jetzt auch auf die Lieferung von seinem richtigen Stuhl. Aber den zeigen wir euch bestimmt mal in Vlogs oder so. Ja. Ja, und auf jeden Fall hat er dann hier noch so, wie nennen sich die Dinger, diese Schaumstoffteile?
Ja, das ist Akustikschaum, damit es nicht so schallt. Genau, damit es nicht so schallt. Ja. Und dann hat er hier 10.000 Bildschirme. Der hatte eigentlich drei. Ja, der hatte aber drei. Und den dritten musste er wegmachen, weil er unbedingt seinen PC hier hochstellen wollte. Ja. Der hat hier auch so einen Hightech-PC. Und da schneidet er halt immer meine Videos. Das interessiert ja auch immer viele, an zwei Bildschirmen sogar. Und genau, der Tisch, der ist von Ikea, das sind Alex-Schubladen und so eine Platte, so eine weiße. Ist eigentlich auch ganz einfach gehalten, aber der sieht richtig cool aus. Der ist halt richtig cool, wenn das so ein einfacher Tisch, ne? Mit ein paar Handgriffen kann man den, guck mal, der leuchtet sogar in den Schubladen hier. Ja, und der hat den richtig getunt, der Manu. Ja, ist richtig geil so. Ja. Sieht echt richtig geil aus. Ja, das war dann auch schon der letzte Raum. Unsere Wohnungstour ist beendet. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr unsere Wohnung findet. Also wie gesagt, für uns ist es wirklich der größte Luxus, den wir überhaupt hätten haben können. Weil hättet ihr mal vorher unsere Wohnung gesehen, dann hättet ihr gewusst, warum wir das sagen. Wir hatten sogar echt solche Sagenschimmel und so überall. Ja, kannst du ruhig sagen. Ja, also es war halt wirklich nicht so geil. Wir haben halt echt nicht so gut gelebt und die Wohnung war auch nicht günstig, wo wir da vorher drin gelebt haben. Und das finde ich halt, also Preis-Leistungs-Verhältnis hat gar nicht gestimmt und ja, deswegen freuen wir uns total, dass wir halt sowas hier gefunden haben, wo wirklich die Wände dicht sind und ja, keine Papierwände. Wir hatten ja wirklich nur Papierwände in der Wohnung, also diese Rehgipswände in der alten Wohnung. Da konntest du nicht mal ein Bild aufhängen, ohne dass es wieder runterknallt, oder da konntest du auch kein Fernsehen an die Wand hängen. Da konntest du eigentlich nichts mitmachen, weil die Wand, du konntest einfach so mit der Hand so reinschlagen in die Wand und da war ein Loch in der Wand drin. Das war alles aus Rehgips. Ja, ja, so, ja, war das alles Rehgips? Das war, ich glaube, dünner, ja, als Rehgips irgendwie. War wie Pappe auf jeden Fall. Keine Ahnung, auf jeden Fall hast du da drin auch alles gehört. Wenn die Nachbarin dann telefoniert hat, hat sie das gehört, habe ich das gehört. Wenn ich telefoniert habe, hat sie es auch gehört. Also man muss immer richtig leise sein. Und hier kannst du auch mal ein bisschen Musik anmachen und dich einfach mal zu Hause fühlen und wohlfühlen. Und nicht so wie damals so richtig da leise und nur flüstern. Und oh, das war wirklich echt ein bisschen nervig. Und deswegen, ja, sind wir total zufrieden mit der Wohnung hier. Und lieben es total. Ja, ich hoffe, dass euch dieser private Einblick gefallen hat. Das war es dann eigentlich auch schon mit unserer Wohnungstour. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dann. Ciao. Ciao, ciao.